Das war damals eine Entscheidung. Man hat zu mir gesagt, ich bin technisch nicht begabt, also ist die HTL weggefallen. Dann gab es noch die Lehrerbildungsanstalt, da hätte ich vorsingen müssen, damit war das auch erledigt. Und dann gab es noch die Frauenberufsschule, heute CHS. Das war natürlich für einen 14-jährigen Buben auch nicht das Wahre und so bin ich dann in die Hack gegangen. Die Schulzeit in Haag war, also der Anfang war so, es hat bei uns noch Trimester gegeben. Das heißt, zu Weihnachten gab es das erste Zeugnis. Und vor lauter Angst, da hat man dann die schlechteren Schüler ausgemustert. Vor lauter Angst habe ich dann gelernt, ja, den ganzen Tag glaube ich, und habe dann beim ersten Zeugnis vieles sehr gut gehabt. Und da habe ich mir gedacht, na, das ist aber auch nicht notwendig. Habe dann nachgelassen, im zweiten Trimester habe ich dann eine Menge genügend gehabt. Und das hat meinen Eltern wieder nicht gepasst. Und da hat es sich dann eingependelt. Da habe ich mir gedacht, naja, man muss schon so viel tun, dass man halt sehr positiv ist. Und insgesamt war die Zeit in der Schule, ja, denke ich gern zurück. Nach der Matura zum Bundesheer, 9 Monate damals, danach als Buchhalter, klingt jetzt so hochtrabend, ich war so Hilfsbuchhalter, ich habe vorkontierte Belege gebucht, ich habe nicht wirklich gewusst, was ich da mache, weil ich ja, für die Praxis nicht wirklich vorbereitet war. Nach einiger Zeit hat mich jemand gefragt, ob ich für eine große Firma die Buchhaltung machen möchte. Da war ich sehr mutig, weil ich nicht wusste, wie wenig ich kann. Habe das dann übernommen und zum Glück habe ich einen älteren Kollegen gehabt dort, der mir dann wirklich weitergeholfen hat. Das habe ich 3 Jahre glaube ich gemacht. Dann hat mich jemand gefragt, ob ich nicht Berufsschullehrer werden möchte. Das Angebot habe ich dann angenommen. Ich war dann bis zur Pensionierung Berufsschullehrer. Und habe aber nebenbei immer für eine Immobilienverwaltung gearbeitet, zuerst als Buchhalter und dann tatsächlich als Immobilienverwalter. Wobei ich jetzt in der Berufsschule den Vorteil gehabt habe, ich war immer mit der Praxis verbunden und habe den Schülern immer praktische Dinge beibringen können. Viel Theorie, damals sind wir leider wenig für die Praxis ausgebildet worden, aber wie ich dann tatsächlich in der Praxis war, also in der Buchhaltung oder wo auch immer dann, habe ich gemerkt, ja, dass ich diese Theorie mit dem Praktischen verknüpfen konnte und so habe ich mit der Zeit dann das, was ich da gelernt habe, tatsächlich anwenden können. Das war ein bisschen schwierig, aber es ist dann schon gelungen. Also einem 14-jährigen Ratschläge geben, das ist schon sehr gewagt. Aber für die Schule, mein Rat, dass man sich mit den Lehrern nicht anlegt. Wenn man nicht einverstanden ist mit dem, was ein Lehrer sagt oder macht, dass man das höflich macht, dass man Argumente hat, dass man bedenkt, dass man vieles wirklich nur für die Schule lernt, aber dass man doch vieles, vor allem in einer Schule wie in einer Handelsakademie, schon für die Praxis ausgebildet wird und dass man ja, das eher ernst nehmen sollte. Ein anderer Rat ist der, dass man auch dankbar sein sollte, wenn man was erreicht hat und dass man nennt das lehrend lernen, dass man vielleicht schwächeren Mitschülern hilft. Das eine ist die soziale Komponente und das andere ist, dass man auf die Art und Weise selber viel lernt. Das ist im ganzen Leben so, wenn man schwächeren hilft, lernt man selber was dabei. Das war so mein
bei Rotschlock, wenn ein 14-Jähriger überhaupt einem alten Herrn zuhört und von ihm etwas annehmen würde, vielleicht das.